am sitting here wanting memories to teach me to see the beauty. Jetzt schwierig, das hier. Lass uns erstmal schauen, was sie zu sagen haben. Ich bin sehr froh, dass du da bist, dass wir hier sind, zusammen, angespült sozusagen. Fehlt er dir? Ich denke jeden Tag an ihn, wenn du das meinst. Nein, ich meine, ob er dir noch fehlt. Du weißt sehr genau, warum ich weggegangen bin. Ja. Eine kleine Erklärung schadet manchmal nicht. Und dann, wenn ich es erkläre, was dann? Wenn ich sage, dass es mir leid tut, macht es etwas aus? Manchmal ist es schön, hinterher Recht zu bekommen. Reue ist nicht dasselbe wie Recht bekommen. Guck an, du hast anscheinend doch drüber nachgedacht. Es geht um Annäherung, es geht auch um Vorwürfe, es geht um Trauerbewältigung, die die beiden auf sehr unterschiedliche Art und Weise vorgenommen haben. Es geht auch um Trost und es geht, worauf ich mich sehr freue, natürlich auch sehr viel um Humor in dieser gelebten Beziehungen, also ein sehr kostbarer Dialog. Ich weiß nicht, ich will, dass du es machst, dass alles gut wird, dass letztendlich alles gut wird. Alles wird doch gut. Und wann? Irgendwann, in einem bestimmten Moment. Also, entschuldige, wenn du jetzt nur nicht sagst, dass du in einem Kirchenchor singst. Ich singe in einem Männerchor. Nicht lachen! Ja, es ist auch nicht einfach. Nein, nein, es wird nie wieder dasselbe. Was hattest du denn erwartet, hm? Ich will, dass ich wieder glücklich bin. Innerhalb der Textur, finde ich, hat es eine ganz starke, eine Rhythmisierung musikalisch. Nähern sich die beiden an, entfernen sich wieder voneinander, finden dann auf eine sehr ungewöhnliche und wie ich finde auch wirklich, wirklich tröstliche Art und Weise dann doch wieder zueinander, ohne dass es in dem eigentlichen Sinn ein Happy End gibt. Wir können jetzt einfach so auseinandergehen. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass es das hier ist, wie du sagst. Ich finde es schwierig zu gehen. So. Es ist gut. Ich meine, es ist nicht gut.